fällt es mich auch. Ja, also ich kann es natürlich jetzt nicht so aufwendig und spannend machen, wie es der Matthias gerade gemacht hat, aber ich erzähle einfach mal, was ich hier so erlebt habe und was ich daraus gemacht habe. Und naja, vor kurzem war Weihnachten, da hat man ein bisschen mehr Zeit und dann kann man einfach mal wieder ein bisschen etwas tiefer in das praktische Erleben von dem Ganzen einsteigen. Ja, vor Weihnachten, da hatten wir ja hier diesen Workshop und da habe ich mich einfach dran beteiligt. Ich habe so eine Platine da in die Hand bekommen und ja, nur die Platine war mir zu langweilig, also bin ich hier mal reingeschlappt und dann haben wir das Ding mal aufgebaut. Was ich schon sehr lustig fand, naja, mal wieder ein Lötkolben in die Hand zu nehmen und dann auch einfach mal rumzulöten. Das ist mein Ergebnis davon. Ja, jetzt hatte ich das. Sieht schön aus, aber wirft auch mal Daten ab. Ich kann dann mal auf die TTN-Seite da gehen, auf die Konsole. Ja, in dem Moment sehe ich meine Daten da zwar reinfliegen und das war es dann aber auch. Und ich habe das eigentlich immer als langweilig empfunden und habe gedacht, na, da muss es doch noch ein bisschen mehr geben. Habe ich auch mal ein bisschen rumgefragt, was so geht. MQTT ist da mal genannt worden, glaube ich, so als Möglichkeit. Und ich denke, das steckt auch hinter dem, was ich dann letztendlich da genutzt habe. Ich habe aber rumgeguckt, was gibt es da für Möglichkeiten und es sind ein paar ja, so Plattformen da, wo man seine Daten einfach mal hinschicken kann und die dann auch abrufen kann. Und das habe ich jetzt über den Weg von ja, MyDevices, die ist Cayenne, einfach genau. Es gibt noch ein paar andere, die das auch anbieten, aber das schien mir jetzt für mich am günstigsten zu sein, weil ich da über einen etwas längeren Zeitraum auch die Daten da darstellen kann und aufsammeln kann. Gut. Also meine Daten, die kommen her von diesem BME-Sensor, der misst einfach Temperatur, Feucht und Druck. Und ja, vielleicht eine Anmerkung noch, ich nutze diese ABP-Verbindung zum TTN und nicht diese Over-the-Air-Activation. Das funktioniert irgendwie nicht, aber das ist noch ein anderes Thema. Vielleicht ja, können wir dazu auch irgendwann mal tiefer einsteigen. Aber das war für mich die erste Hürde, die Anbindung zum TTN. Aber damit hat es funktioniert. So, der Chip selber, dieses BME 280 von Bosch, das ist ein ziemlich kleiner Krümel. Man hat es auch auf der Seite vorher ganz rechts unten gesehen in dem Bild. Gibt es hier auch einen Pieper? Nee, ne? Doch. Ich hab's. Da ist er, der da. Der Krümel ist das, ne? Genau, unten darunter ist ein Loch für die Montage, aber das ist der eigentliche Chip. Und ja, so sieht er etwas größer aus. Sehr kompakt, sehr einfach, findet sich in vielen ja, Wearables und Smartphones und ich weiß nicht wo, überall, also solche Anwendungen, da findet man den. Verbraucht sehr, sehr wenig Strom im Betriebsmod, im Sleep-Mod, also wenn er ruht, dann ist er deutlich drunter, da ist er glaube ich bei 0,1 Mikroampere nur. Ich habe die I²C Übertragung genutzt zur Platine. Es gibt noch SPI, aber ich habe I²C genutzt, allerdings nur bis 100 kHz, nicht bis diese 3,4 MHz da. Und die Versorgung geht mal 3,3 Volt vom Port. Ja, das war jetzt, ist jetzt vielleicht kurz auch schon zu diesem ja, Protokoll oder das ist Voraussetzung, um das nutzen zu können. Also man muss seine Daten ein bisschen aufbereiten, das zeige ich gleich auch nochmal im Code, um das nutzen zu können. Und zwar ist es dieses Low-Power-Payload-Protokoll, was einfach da zu berücksichtigen ist. Und ja, hier vielleicht die Struktur, wie das Ganze aufgebaut ist. Also da gibt es, das ist zwingend erforderlich, daran muss man sich halten. Das erste Byte, das ist ein Channel, den kann man frei wählen oder ist eine Nummerierung. Und dann der Typ, der Datentyp, der dann folgt. Und daraus ergeben sich dann die Anzahl der Bytes, also die Nutzdaten. Und das kann man dann aber mehrfach hintereinander dann senden in einem Paket. Und das muss man berücksichtigen, das muss man wissen. Und ja, das findet man da auch auf der Seite in der Dokumentation. Und wenn man sich dran hält, dann funktioniert das wunderbar. So, jetzt hatte ich ja diesen Temperatursensor, der ist hier, der feuchte und ja, ein Barometer, der Druck, ne? Und ja, was ich sagte, da gehört eben halt dieser Datentyp dazu. Der ist hier zu berücksichtigen, damit das dann kenntlich wird. Und die Anzahl der Daten selber auch noch, die ich da übertragen kann. Das ist vorgegeben. Und ja, wenn man sich daran hält, dann funktioniert das eigentlich sehr gut, nachdem man sich da angemeldet hat.
Das ist der Code, den wir hier zur Verfügung gestellt haben, bekommen hatten in dem Workshop. Und das muss man jetzt eben einfach berücksichtigen. Also das sind die Anpassungen. Also hier ist eine erste Anpassung vorzunehmen. Das ist das aus dem Workshop und das ist das, was ich dann gemacht habe. Also um dieses Datenformat einhalten zu können oder ja, zu erfüllen, habe ich eben halt hier, muss ich hier den Faktor anpassen. Ja, hier und hier, jeweils 10. Und dann die Payload selber. Also das ist das, was wir hier im Workshop ja, mal definiert hatten. Aber um das Format dann einzuhalten, und das findet sich dann hier eben halt wieder, muss ich das in der Payload dann halt berücksichtigen. Also hier ist das erste Byte, ist eben halt die Nummer, die laufende Nummer von dem Datenfeld. Hier findet man jetzt wieder ja, die Kennung für die Temperatur und dann eben halt der Temperaturwert selber. Gut. Ja, also das sind die Anpassungen, die man da vornehmen musste und im Ergebnis dann, und das ist dann wieder sehr schön und sehr einfach, wenn man das dann übertragen hat, dann kriegt man so nette Graphen da schon vorgefertigt und man hat seine Daten dann sehr schnell ja, visuell verfügbar. Man kann das so ein bisschen hin und her arrangieren, wie man es gerne hätte. Und ja gut, jetzt sieht man hier, hier links oben eben halt die Temperatur, den Druck. Und hier ist nochmal die Feuchtigkeit, wobei ich glaube, da ist ein Fehler in dem Sensor, der funktioniert da nicht sauber. Also nur 11% Luftfeuchtigkeit, das ist, passt nicht ganz. Temperatur und Luftdruck passen ganz gut. Luftdruck lässt sich hier auch sehr schön zeigen. Hier dieser Dip hier, den man hier sieht, das war jetzt am Wochenende, am Sonntag gerade, wo dieses Tiefdruckgebiet hier durchgezogen ist. Und das ist genau der Grund und seither steigt es da wieder an. Also es sind relativ aktuelle Daten. Und ja, das andere ist die Temperatur. Für mich jetzt ein bisschen spannend, weil das ist bei mir im Büro und ich habe im Büro auch noch so Smart-Thermostate, die da angeblich alles ja, schön regeln und machen und tun. Jetzt ist dummerweise das Gateway ausgefallen und jetzt irrt das da so ein bisschen im Wilden herum und das führt dann dazu, dass ich da so seltsame Effekte bei mir im Büro gerade habe. Aber ist jetzt ganz schön, da kann ich gleich mal so eine, die Daten einfach mal mitliefern und das Ganze noch ein bisschen unterstützen. Ja, ich passe mich da an, das ist okay für mich im Moment, aber ich finde es ganz witzig. Genau. Gut. Ja, das ist diese Plattform, wie gesagt, sehr schön. Also bietet auch die Möglichkeit, wenn man da bewegliche Elemente hat, das auch noch auf so einer Karte dann mit zu darzustellen, zu tracken und zu verfolgen. Vielleicht noch so ein GMEC dabei. Für mich sind da natürlich jetzt noch ein paar offene Fragen und ja gut, einmal natürlich, wie sicher sind diese Daten da, kann ich gar nicht zu sagen. Ich habe es einfach mal ja, genutzt, naiv vielleicht, aber ist immer eine Frage dabei, wenn man sowas macht. Was ist dann das Interesse von My Devices? Natürlich, bisher ist noch alles ruhig, nachdem ich mich da angemeldet habe, aber ich denke, irgendwann wollen die natürlich ihre Pakete oder Komponenten oder vielleicht verkaufen und werden sich dann vielleicht öfter mal bei mir melden, mich vielleicht ein bisschen penetrieren, das weiß ich nicht, aber im Moment ist das alles ganz gut. Ja, und natürlich die Frage nach Alternativen, wie aufwendig das dann ist, wenn man da das Ganze jetzt noch weiter treiben will, unabhängig von so einer Plattform. Das mal nur auf die Schnelle. Also man kann sehr schnell zu einem Ergebnis kommen und man kann seine Daten, die man dann irgendwo ja, erzeugt, dann auch so darstellen. Bitte? Bis jetzt war es ohne Preisschild. Ja, ganz ohne Preisschild. Aber ich glaube, es bleibt auch für den einen Anwendungszweck, sollte das. Ja, so ist es mal gekennzeichnet, ja. Genau. Ja. Also es gibt noch ein paar andere, die auch so eine Plattform anbieten, aber da ist es entweder zeitlich begrenzt oder tatsächlich dann mit geringen Kosten verbunden. Du hast diese Integration verwendet, wahrscheinlich bei. Du hast diese Integration bei TTN dann verwendet, diese? Nee, eigentlich gar nicht. Wo ich es verwendet habe, das ist einmal da gibt es so eine Übersetzungsfunktion oder sowas. Oder diese Payload. Payload, ja. Ja, aber genau. Um es dann in das My Devices reinzukriegen, also in diese Visualisierung, ja. Da muss es ja noch von TTN dorthin geschickt werden. Und das ist ja mit dieser Integration, oder? Die ist ja, so gut, einmal so aktiviert. Richtig, genau. Das muss ich da einmal sagen, wohin. Ja. Genau. Das ist immer so ein Punkt, wo viele drüber stolpern. Dann denkt man so, wie kriegt man jetzt von TTN die Daten da rein? Aber das ist da ja wirklich nur ein Klick. Man sagt ja. Richtig, ja, genau. Ja. Genau, in welche Welt das gehen soll. Genau. Und dann muss ich eben halt meine Device-Kennung, die muss ich da eben halt dann
bei Cayenne eben halt eintragen. Ja, also Cayenne ist sehr gut integriert in TTN. Genau. Die kennen sich schon lange und arbeiten schon lange zusammen. Ja. Okay. Hat sonst noch jemand eine Frage?